Der Marathon. Opa, weißt du was? Es wird ein Marathon geben. Ein Marathon? Wann? Schon ganz bald. Und wir machen mit. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Haben Sie schon vom Marathon gehört, Mrs. Zolli? Ja, ja, natürlich habe ich das. Ich werde auch da sein. Wollen Sie etwa auch laufen und den Lolli da mitnehmen? Nein, nein, der bleibt zu Hause. Ich bin im Erste-Hilfe-Team. Ach, dann werden Sie also aufpassen, dass keinem etwas passiert? Genau, so ist es. Es kann ja sein, dass jemand ein Pflaster braucht oder eine Flasche Wasser. Oder vielleicht Sonnencreme, falls es ein heißer Tag wird. Ja, man weiß nie, was bei einem Marathon passiert. Oh doch, das weiß man. Es wird großen Spaß machen. Wetten, dass ich schneller rennen kann als du? Kannst du nicht. Also, wer als erster die Haustür berührt, hat gewonnen. Los! Hey! Halt! Wartet doch auf mich! Ja! Wenn das so weitergeht, dann kann ich beim Marathon mitmachen, oder? Also in meiner Schule trainieren alle schon wie verrückt für den Marathon. Die Rennstrecke führt einmal um den ganzen Park rum. Das ist eine sehr lange Strecke. Na und? Die schaffe ich doch in Rekordzeit. Ich werde alle besiegen. Ja, da bin ich mir ganz sicher, mein Junge. Als ich noch jung war, da war ich die schnellste Läuferin von der ganzen Schule. Ach ja, wirklich? Ja, natürlich. Ich habe viele Medaillen gewonnen. Wie weit bist du gelaufen? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Meilenweit. Ich kann euch nur einen Rat geben. Fangt so schnell wie möglich an zu trainieren. Da hat sie recht. Man braucht eine Weile, um fit zu werden. Denn das geht nicht so über Nacht. Und sorgt dafür, dass ihr genug Schlaf kriegt, um Kraft zu bekommen. Und gesundes Essen ist wichtig. Viel Obst und Gemüse. Läuft man wirklich so viel schneller, wenn man Bananen und Salat gegessen hat? Jedenfalls schneller, als wenn man nur Süßigkeiten isst. Mama sagt, dass es auch wichtig ist, die richtige Kleidung zu tragen. Ja, das ist wahr. Sie sollte unbedingt leicht und luftig sein. Ist ja Wahnsinn, was man beim Laufen alles beachten muss. Dann sollten wir jetzt mal ganz schnell trainieren. Und eins, und zwei, und drei. Hey, sieh mal, Theo, das zack. Und vier, und fünf. Mach doch weiter, Papa. Hallo, Zack. Hey, hallo, Elsie. Hallo, Theo. Wir trainieren hier ganz hart für den Marathon. Und Zack macht das ganz großartig. Er übertrifft mich in jeder Runde. Liegestütze, Papa. Und eins, und zwei, und drei. Nun hetz mich doch nicht so. Zack ist ja sehr viel fitter als wir. Vielleicht sollten wir mal Opa und Uroma fragen, wie wir richtig trainieren können. Nicht so schnell, Zack! Na, seid ihr bereit? Ja! Dann auf der Stelle springen. Und los! Teddybär, Teddybär, dreh dich um. Teddybär, Teddybär, mach dich jetzt krumm. Oh, ups! Ich hab mich ja total verheddert. Na los, Theo, los, mach weiter! Teddybär, Teddybär, dreh dich um. Auf der Stelle laufen. Und drehen. In die Hufe klatschen. Auf die Knie klopfen. Peng und rennen. Drehen. In die Hufe klatschen. Auf die Knie klopfen. Peng und rennen. Oh. Ach, meine Güte. Das ist wohl schief gegangen. So, Kinder, dann versucht es jetzt mal mit Liegestützen. Oh, oh nein, Opa, keine Lust. Hoch mit euch. Also ich kriege meinen Kopf und meinen Hintern nicht gleichzeitig hoch. Na komm schon, Theo, du schaffst das sicher. Ja. Thank you.
Das war ganz großartig. Eure beste Zeit bis jetzt. Wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr mit Sicherheit auch gewinnen. Ich mache ja auch mit, um zu gewinnen, Opa. Hey, ihr macht euch ja wirklich sehr gut. Wir trainieren ja auch jeden Tag. Hey, lauf doch mit uns mit. Also Rennen macht ja auch wirklich echt Spaß. Hey, wartet auf mich. Das schmeckt super gut. Wenn man so hart trainiert wie wir, dann bekommt man natürlich auch Hunger. Theo, deinetwegen essen wir jetzt viel gesünder, also frisches Obst und frisches Gemüse. Und wir trinken jetzt auch viel mehr Karottensaft. Sieh mal, die habe ich dir gekauft, Theo. Wow, die glänzt aber. Und die ist auch so praktisch. In der Hose sehen wir dich ja schon von Weitem. Oh, danke, Mama. Die ist ja echt toll. Der Verkäufer hat gesagt, dass sie super leicht ist. Vielleicht werde ich dann einfach ins Ziel fliegen. Das machen die ja wirklich gut. Sie trainieren auch jeden Tag, Mrs. Zolli. Dann sind die Kinder auf den Marathon sehr gut vorbereitet. Wir können es gar nicht mehr erwarten. So, hier bitte, Theo. Hast du denn noch gut gefrühstückt? Ich habe wenig gegessen. Papa hat gesagt, dass man nicht mit vollem Bauch laufen soll. Gut. Na, wenn du dich so gesund ernährt hast, dann wirst du ja mit Sicherheit schneller laufen als ein Rennpferd, oder? Ich werde schneller als der Wind sein, Oma. Viel Glück, Theo. Gib dir Mühe. Ja, na, das sieht ja schon mal sehr gut aus, Theo. Glücklicherweise nichts passiert, sie sind nur gestolpert. Wir sind ganz, ganz schnell gerannt und dann sind wir auf einmal zusammengestoßen. Gleich habt ihr! Ja! 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 Ihr seid ja! Ja! Sehr gut! Jawohl! Ach, jetzt haben wir das Rennen wohl nicht geschafft. Nicht traurig sein. Wir haben den Marathon nicht gewonnen, aber wir sollten ihn jetzt gemeinsam beenden. Eine sehr gute Idee. Achtung, fertig. Und los! Theo ist nicht Erster geworden, weil er uns helfen wollte. Ja, genau. Und Elsie wäre Zweite geworden. Ist doch völlig egal. Wir hatten ja Spaß. Es war lieb, dass ihr stehen geblieben seid, um den beiden zu helfen. Der Marathon war toll, aber am meisten hat es mir Spaß gemacht, mit Opa zu trainieren. Aber ich werde wohl sehr viel Karottensaft brauchen, um mit euch beiden mithalten zu können. Na komm, Opa. Wir zeigen jetzt mal allen, wie fit sie sind. Ja, zeig's uns. Die Zebra-Olympiade.
Riesenslalom, Schlittenfahren und auch Eishockey. Also dieses Erlebnis war unglaublich aufregend. Unsere Kleine war ganz begeistert, stimmt's? Mhm. Ja, es war echt ein super-duper tolles Abenteuer, Leute. Und wer einmal bei den Olympischen Spielen dabei war, wird sie niemals vergessen. Und was hat dir am besten gefallen? Eiskunstlaufen. Obwohl die Siegerin wirklich ein ganz hässliches Kostüm angehabt hat. Papa, fahren wir denn auch mal zu den Olympischen Spielen? Ja, das wäre sehr schön, Theo. Nur leider findet die nächste Olympiade erst in 4 Jahren statt. In 4 Jahren? Das ist ja eine Ewigkeit. Wir machen selbst eine Olympiade mit unseren eigenen Sportarten. Und die Sieger werden auch eine Medaille bekommen. Oh ja! Und das nennen wir die Zebra-Olympiade. Theo, weißt du was? Das halte ich wirklich für eine sehr gute Idee. Ja, ich auch. Wir müssen nur ein paar Sachen dafür vorbereiten. So, wir müssen aber jetzt wirklich gehen, so leid es mir tut. Die Koffer müssen ja noch ausgepackt werden. Aber Papi, ich möchte doch so furchtbar gern bei der Zebra-Olympiade mitmachen. Ja, aber mit den Vorbereitungen sind wir bestimmt erst morgen fertig. Ja, du kannst ruhig gehen. Wir fangen nicht ohne dich an. Na, das will ich aber auch hoffen. Dann bis morgen. Ich zeig euch, wie echte Skifahrer das machen. Ich weiß, wie es geht, denn ich habe sie ja bei den Olympischen Spielen selbst gesehen. So mache ich das doch richtig, oder? Ich heiße alle Teilnehmer ganz herzlich willkommen. Mhm. Und hiermit eröffne ich die erste Zebra-Olympiade. Mhm. Wir haben 4 Disziplinen für euch vorbereitet. Und starten werden wir mit dem Slalom. Was ist ein Slalom? Siehst du die Blumentöpfe da drüben? Man muss durch diese Tore hindurchfahren. Also das bedeutet zwischen den Blumentöpfen. Meinst du das so, Opa? Mhm. Ja, genau so, Theo. Und wer am schnellsten das Haus umrundet hat, der ist der Sieger. Okay. Pock wird das Zeichen geben. Seid ihr bereit? 3, 2 und 1. Ja, das macht ihr gut, Kinder. Na, das läuft ja gut. Schön zwischen den Töpfen durch. Wow. Oh, entschuldige bitte, ich muss hier mal durch. Ich habe einen Skier verloren. Du darfst ihn aber leider nicht aufheben. Lauf schneller, Zack, lauf schneller. Wer zuerst die Ziellinie überquert, hat gewonnen. Es ist aber streng verboten zu rennen. Das verstößt doch gegen die Regeln, oder? Ich weiß, aber er hat doch seinen Skier verloren. Wie soll er denn sonst weiterkommen? Na, okay, alles klar, in Ordnung. Das machst du gut, Senja. Der heutige Gewinner unseres großen Slaloms ist Xenia! Ja, ein Hoch auf mich! Und was ist jetzt dran? Und nun gewinnt derjenige, der das schönste Schneezebra baut. Ja! Möge das beste Zebra gewinnen. Ihr müsst euch beeilen, Kinder, die Zeit läuft gleich ab. Noch 10 Sekunden. Ach, die sehen sich ja alle so furchtbar ähnlich. Was kann ich tun, damit meines anders aussieht? 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss, Kinder. Und unser Gewinner ist Theo. Ja, meins ist das schönste Schneezebra der Stadt. Okay, und was machen wir jetzt? Die nächste Disziplin wird Zebra-Hockey sein. Ja!
Okay. Hat sich denn jeder einen Zebra-Hockeybesen genommen? Ja! Gut. Dann erkläre ich euch jetzt das nächste Spiel. Ihr müsst mit euren Hockeybesen so viele Tore wie möglich schießen, hört ihr? Und hier sind eure Bälle. Ja, und wer die meisten Tore geschossen hat, der ist der Sieger. Alles klar? Ja! So, Opa, und wann sollen wir anfangen? Jetzt! Wow, das sind aber viele Bälle. Hey, das ist ja viel besser, als mit nur einem Ball zu spielen. Hey, hey! Elsie hat 2 geschossen. Ach nein, das waren ja 3. Und Zack 1, Theo auch 1. Sinja gar keins. Halt, jetzt hat sie 1. Jetzt hat Elsie 6 und Theo 2. Jetzt 3. 4. Und Sinja? Ich hab 3 geschossen. Theo 8. Sinja 8 und Zack hat 1. Ja! 10. Ach nein, und jetzt 11 für Elsie. Das Spiel ist aus. Das waren 11. Ich hab gewonnen. Ich hab 11 Tore. Du bist wirklich wahnsinnig schnell, Elsie. Ich dachte, dass du nur 2 oder 3 geschossen hast. Und ich bin der Einzige von euch, der noch gar nicht gewonnen hat. Na und? Einen Wettbewerb haben wir ja noch. Also, wie sieht's aus? Sind die kleinen Champions denn bereit, in den Park zu gehen? Ja! Kommen wir zu unserer letzten Disziplin, dem Hausschuhweitflug. Hausschuhweitflug? Wie geht denn das? Das ist ganz einfach. Ich werde es euch erklären. Also, ihr lasst euren Hausschuh die Rutsche runterrutschen, und zwar mit Schwung. Und dann werden wir sehen, welcher am weitesten fliegt. Ja, und der Besitzer des Hausschuhs, der am weitesten fliegt? Der hat gewonnen. Hört sich gut an. Wer fängt an? Ich will die Erste sein. Na nun, mach doch schon. Ho, 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 ho. Das war doch ganz toll. Das müsst ihr erst mal schaffen. Fürs Weitfliegen war das ein bisschen zu kurz, oder? Dann mach du das doch erstmal besser. Du warst nicht so viel besser als ich. Oh ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist unentschieden. Nein, nein, Zack hat gewonnen. Moment, wir werden gleich sehen, wer von euch gewonnen hat. Lasst die Hausschuhe so liegen, wie sie sind. Aha. Also gewonnen hat Zack. Ja! Ich gratuliere dir, Zack. Siehst du, ich wusste ja, dass du gewinnst. Wow! Und nun wird es langsam Zeit, dass wir nach Hause gehen. Aber ich will jetzt noch gar nicht nach Hause. Ja, warum müssen wir denn schon los? Können wir denn nicht noch ein bisschen hier bleiben? Ich verstehe. Ihr habt also keine Lust, euch eure Medaillen abzuholen, was? Was denn? Medaillen? Wir kriegen eine Medaille? Na los, gehen wir! Oh ja, jetzt hole ich mir meine Medaille! Hurra! Ja! Das heißt, wir haben alle gewonnen? Ja, das heißt es. Jeder von euch ist ein Sieger. Ihr habt alle gewonnen. Ja. Ja, aber Theo ist noch ein bisschen mehr Gewinner als wir, finde ich. Wieso das denn, Elsie? Na, weil du doch die Zebra-Olympiade erfunden hast. Aber mir habt ihr das auch zu verdanken. Wenn ich euch nicht von unseren Ferien erzählt hätte, dann hätte Theo auch nicht die Zebra-Olympiade erfunden. Ja, da hast du völlig recht, aber ich sehe das wie Opa. Heute sind wir alle Sieger. Theo spielt Fußball.
Hallo, Mrs. Zolli. Ah, hallo, Theo. Na, geht ihr jetzt Fußball spielen? Ja, genau. Wir suchen gerade nach einem vierten Spieler. Haben Sie Lust? Oh nein, tut mir leid. Ich habe meine Sportschuhe heute nicht dabei. Ja, ja, natürlich, Pock. Du darfst auch mitspielen. Aber wir werden trotzdem noch einen Mitspieler brauchen. Ja, na klar mache ich mit. Ich spiele furchtbar gern Fußball. Hey. Hey. Oh. Oh, sei doch vorsichtig, Zack. Entschuldigung. Du solltest dich lieber auf dem Fußballplatz austoben. Na los, komm. Gehen wir. Auf Wiedersehen, Mr. Zoe. Ich wünsche euch ein gutes Spiel. Super, gerettet. Ups, oh je. Bravo, Zack. Ich würde sagen, das war ein Volltreffer. Der Ball. Ich werde ihn gleich mal suchen. Hm? Wir haben den Ball doch nicht für immer verloren, oder? Nur beinahe, aber ich habe ihn wiedergefunden. Hm? Wo ist er denn? Hier. Das ist doch aber kein Fußball, so ein Quatsch. Doch, das ist einer. Ups. Da hast du recht, Pock. Man lässt eine Tüte nicht rumliegen. Also, wie findest du denn die hier, Zinja? Die ist doch einfach entzückend, oder? Was ist denn das, Mami? Das ist eine Schneekugel. Sieh doch mal. Darf ich ein bisschen damit spielen? Nein, dafür haben wir keine Zeit, Prinzessin, weil ich sie gleich ausliefern muss. Aber du kannst ja mitkommen, wenn du Lust hast. Na klar, und ob ich Lust habe. Hm. Zu mir! Ich spiel zu dir, Zack. Und ich zu dir, Theo. Oh. Hey, das war Hand. 11 Meter. Ach du meine Güte, ja, da hast du recht. Na, Zack, willst du den Elfmeter schießen? Worauf wartest du denn? Sind denn 2 Torhüter gestattet? Na, sagen wir heute mal ausnahmsweise. Hab ihn nicht gefangen. Tor! Das war toll! Ja, das hast du gut gemacht. Aber nochmal wird dir das leider nicht gelingen. Ach nein? Und wieso nicht? Na, weil du den Ball weit weggekickt hast. Oh, dann werden wir ihn lieber gleich mal suchen gehen. Hey, ich bin doch eine sehr gute Lieferantin, oder? Oh ja, natürlich, mein kleiner Liebling. Eine ganz hervorragende. Du, Papi, können wir nicht ein bisschen im Park spielen? Ja, aber was ist denn dann mit unserer Lieferung? Oh, aber ich möchte es doch so schrecklich gern. Bitte, bitte, bitte! Tja, dann will ich nicht Nein sagen. Ja! Na los, Papi, ich will jetzt ganz, ganz hoch fliegen, ja? Hm.
Nein, nein, hier ist er auch nicht. Hm? Ah, hast du ihn gefunden, Pock? Hm? Ah, das ist doch nur ein Wurm. Hey, Pock, wir suchen doch hier einen Fußball und keine Würmer. Hm? Ah, wow, was ist denn das? Das ist ja heute schon das zweite Mal. Hey! Hey! Ich glaube, das ist für heute wirklich reicht. Wir müssen jetzt gehen, Xenia. Ach nein, ich möchte jetzt noch nicht gehen. Bitte nur noch ganz kurz. Alles gut, mein Zuckerschnäuzchen. Hui! Hey, ich hab ihn! Ich hab ihn gefunden! Das ist ja super! Also nun komm schon, Xenia. Es ist Zeit. Wir müssen doch die Kugel liefern. Puh. Na ja, ist gut. Dann werden wir jetzt gehen. Sie ist nicht mehr da. Was denn, Xenia? Na, die Schneekugel. Sie ist weg. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Okay, da ist er. Jetzt können wir wieder weiter. Ich glaube, du hast dich geirrt. Das, das ist, was es auch ist. Ein Fußball ist es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit Tante Zelda und Onkel Zaphir zu tun hat. Ach echt? Spielen die denn auch Fußball? Sag, das ist kein Fußball. Ach so? Ist ja doof. Die Tüte hier kommt doch aus ihrem Laden. Wir bringen sie lieber wieder zurück. Ja, aber was ist denn dann mit dem Fußball? Den werden wir nachher suchen. Ja, genau. Wir müssen jetzt eine andere Schneekugel liefern. Warum hast du denn nicht besser aufgepasst? Weil Xenia unbedingt in den Park hin wollte. Schicken Sie die Schneekugel bitte so schnell wie möglich. Wir wollen doch unseren Kunden nicht enttäuschen, das verstehen Sie sicher. Wie konnte denn so etwas passieren? Das ist doch nur ein ganz kurzer Weg. Oh! Hey, hallo, Xenia. Hallo, Zeo. Hallo, Zack. Du, Tante Zelda, habt ihr vielleicht eine Schneekugel verloren? Oh, würden Sie ganz kurz dranbleiben? Ihr habt sie gefunden. Ich danke euch. Sieh doch mal, Xenia. Juhu, juhu! Die haben wir gefunden, als wir den Ball gesucht haben. Ja, wir hatten beim Fußballspielen einen Elfmeter und den habe ich geschossen. Ich habe ganz doll zugetreten. Und dann war er weg. Ja. Also jedenfalls danke ich euch beiden wirklich vielmals, Jungs. Was ist denn nun mit Ihrer Bestellung? Oh. Wie lange soll ich denn noch warten? Brauchen Sie die Kugel noch? Oh nein, vielen Dank. Es hat sich schon alles erledigt. Ich muss die Bestellung leider stornieren. Wisst ihr, Jungs, ich habe das Gefühl, dass ihr einen neuen Fußball braucht. Ja! Gut, dann werden wir jetzt mal einen kaufen. Und zwar den besten, den man kriegen kann. Hey, einen Augenblick. Und wer wird den Kunden beliefern? Wir. Und vorher können wir noch in den Park gehen. Danke, Onkel Zaphir. Der ist noch viel besser als mein Alter. Nichts zu danken, habe ich gern getan. Willst du mitspielen? Na ja, also, wieso nicht? Hast du wieder einen Wurm gefunden, Pock? Einen Wurm nicht, Zeo, aber deinen Fußball. Hey, der clevere Pock. Zack, möchtest du vielleicht meinen alten Fußball haben? Wow, das wäre ja toll. Danke, Zeo. Und nun fang, Zack. Das ist deine, Zaphir, pass auf. Super Kopfball. Das tut mir sehr leid. Hey, Zaphir, ich wusste ja gar nicht, dass du Fußballer bist. Das ist mir auch neu. Das Bootsrennen.
so, Theo, wenn wir hier alles in Ordnung gebracht haben, dann können wir in den Park gehen. Okay, ist gut, Opa. Hey. Ach, das ist ja das Boot von deinem Papa. Er hat sehr gern damit gespielt, als er in deinem Alter war. Es müsste nur mal gestrichen werden. Und es braucht neue Segel. Weißt du was? Du wirst die Umrisse der Segel nachmalen und ich werde sie ausschneiden und mach neue draus. Oh ja, Opa! Ich mal das Boot schon mal an. Ich bin fertig, Opa. Gut gemacht, Theo. Und nun brauche ich noch ein bisschen Kleber, um den Faden am Mast zu befestigen. Gleich fertig. Wir haben ja gar keinen Kleber mehr. Oh! Dann werden wir uns bei Mr. Zoe einen kaufen. Und dann setzen wir die Segel auf unserem Boot. Ja, das machen wir, Opa. Hey Leute, das ist Captain Puck. Hallo, Mr. Zoe. Hallo, Zelda. Na, meine Kleine? Hallo. Hallo, guten Tag. Das ist ja wirklich ein tolles Boot. Oh, ach, darf ich mal sehen? Ich habe auch ein ganz tolles Boot. Und das ist sogar mit Fernsteuerung, weißt du? Hallo, Theo. Was hast du denn da für ein super tolles Boot? Das gehört Papa. Wir wollen damit in den Park gehen. Wir müssen es nur ausbessern. Aber dazu brauchen wir noch ein bisschen Kleber. So, hier, bitte sehr. Und fertig. Das Rennen kann beginnen. Gehen wir zum Strand? Da ist es doch noch viel aufregender, oder? Ja, wollen wir, Opa? Ja, wenn du möchtest. Na gut, okay. Los gehen wir. Ich hol mein Boot. Gut, bis gleich. Und ich werde mitkommen, denn ich gehöre ja zum Team Theo. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber wie soll denn mein Boot gegen ihres gewinnen? Sie hat eins mit Fernsteuerung. Das ist bestimmt schneller als meins. Keine Sorge, Theo. Dein Boot ist wirklich ganz toll. Du wirst sehen, es wird dir Spaß machen. Und die hier hatte früher dein Papa auf. Und heute bist du der Captain Theo. Toll, danke, Opa. Ahoi, Captain Theo. Hallo, Theo. Wir kommen runter. Na, kann unser Rennen starten? Ich wette mit dir, dass mein Boot sehr viel besser ist als deins. Hey, hör mal, du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast. Ich bin Captain Theo. Puck, ihr Boot sieht ja wirklich ganz toll aus. Ich glaube auch, dass es super schnell ist. Also mein Boot wird abzischen wie eine Rakete. Nur keine Sorge, Theo. Dein kleines Boot hat schon viele Rennen gewonnen und ist in einem sehr guten Zustand. Aber es hat leider keinen Motor. Aber Theo, nun lass doch erst mal das Rennen beginnen. Am Ende wird sicher Captain Theo gewinnen. Nun hört zu, Kinder. Euer Rennen beginnt an diesem Teil der Bucht und führt unter dem Steg entlang. Und wer zuerst am anderen Ende der Bucht ist, der hat gewonnen. Aufgepasst! Achtung, fertig, los! Ja! Was ist denn jetzt los? Er fährt ja rückwärts. Du liegst in Führung, Theo. Hurra! Na, so ein Mist, du musst doch in die andere Richtung. Ja, weiter so, Theo.
Dadurch fährt es auch nicht schneller, Pock. Pock, die Leine hat sich gelöst. Mein Segel ist runtergefallen. Gut gemacht, Pock. Ja! Ja, ja! Aber das ist doch wirklich unfair. Nein, das ist es nicht. Dein Boot hat einen Motor. Zeus ist auf den Wind angewiesen. Ach, Mann. Setang, sei vorsichtig, mein Schatz. Ja, keine Sorge, Mami. Ich will nur keine Zeit verlieren. Mein Boot schafft das schon. Leg den Rückwärtsgang ein. Dann kommt es da wieder raus. Das ist eine gute Idee. Danke, Opa. Ich lock dein Schwert in die falsche Richtung. Ist doch super. Ihr ist schon ganz weit hinten. Also das wurde ja auch Zeit. Na warte, Theo, jetzt wirst du aber Augen machen. Dann bis nachher, Theo. Aber nicht doch, Theo. Nicht aufgeben. Das Rennen läuft noch. Was soll das? Du hast ja mein Boot ins Schwanken gebracht. Tut mir leid, das habe ich wirklich nicht gewollt, Theo. Theo, es wird gleich sinken. Ich kann nicht hinsehen. Das ist ein stabiles Boot. Keine Angst, es wird nichts passieren. Ich hoffe, dass du recht hast, Opa. So ist es schon besser. Es schaukelt ja gar nicht mehr. Ich hab dir ja gesagt, dass es gut gehen wird. Der Wind treibt es ganz perfekt voran. Nur weiter so. Es läuft doch alles sehr gut. Schneller, schneller! Fahr schneller, Bötchen! Nein! Oh, hast du dir wehgetan? Nein, was soll denn das? Du musst vorwärts fahren, du dummes Boot. Nein! Nein, so nicht! Ich weiß nicht, was es da macht. Mann! Oh, sieh doch mal, Theo, du liegst ja vorn. Wow, dein Boot fährt ja schnell. Ja! Ja, sieh mal, Zack, das ist mein Boot, ja! Aber wo ist es denn jetzt? Keine Ahnung. Da ist es ja. Hey. Ach, Manu, es steckt ja fest. Los, Boot, beweg dich. Beweg dich. Hier, Theo. Oh, danke, Opa. Das klappt einfach nicht. Das hast du sehr gut gemacht, Theo. Oh nein! Oh. Mein schönes Boot. Ach, sieh mal, Theo. Ich glaube, sie hat ein großes Problem. Wir helfen ihr, Opa. Ist gut, Theo. Gratuliere, Theo. Du hast gewonnen. Oh ja, du hast gewonnen. Ich gratuliere dir herzlich, mein Junge. Danke, Tante Zelda. Na, was ist? Brauchst du Hilfe? Oh ja, bitte. Mein Boot will einfach nicht geradeaus fahren und darum kriege ich es nicht an den Strand. Wir wollen mal sehen, was wir tun können. Wenn wir den Motor abstellen, dann haben wir vielleicht eine Möglichkeit, ranzukommen. Ja, ist gut, Opa. Na also. Also ich glaube, dass es jetzt nicht mehr fahren kann, oder? Doch, das fährt bald wieder. Ich werde es in meiner Werkstatt reparieren. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Mach dir mal keine Sorgen. Kommt, Kinder. Die Seeluft hat mich hungrig gemacht. Wir gehen jetzt nach Hause und werden ein Stück Apfelkuchen essen. Ja! Au, super! Apfelkuchen! Du, Opa, könntest du nicht auch an meinem Boot ein Segel befestigen? Denn dann weiß ich, dass ich das nächste Rennen ganz bestimmt gewinnen werde.
Zeus neuer Schlitten. Bock, lass mich schlafen. Bock, hör auf. Ach so, du willst also mit mir spielen. Wow, es hat geschneit. Draußen liegt Schnee. Ja, Zeo, aber zieh dich schön warm an, wenn du draußen spielen willst. Ja, hey, es hat geschneit. Ja, aber bevor du draußen spielen gehst, wirst du erst mal frühstücken, hörst du? Hey, es hat geschneit. Ja, das weiß ich. Ach, ich liebe den Schnee. Ich weiß noch, wie ich mit meinen Freunden immer Schneezebras gebaut habe, als ich in deinem Alter war. Und dann sind wir in den Park gegangen, um Schlitten zu fahren. Und dann haben... Ich würde auch gern Schlitten haben, Opa. Tja, dann sollten wir uns doch einfach einen bauen. Oh ja! Weißt du was? Dann sollten wir jetzt mal in den Park gehen, um zu sehen, ob das wirklich der beste Schlitten der Welt ist. Ja, und Elsie soll mitkommen. Und ich. Ich bin schon lange nicht mehr Schlitten gefahren. Ha, hier, sieh dir mal meinen Schlitten an. Na, der sieht ja wirklich toll aus. Nein, alles okay. Ich bin nur zu schnell drauf losgefahren. Ich werde mich jetzt mit Opa auf die Bank setzen und den Experten das Schlittenfahren überlassen. Du bist dran. Danke, Zeo. Hallo, Elsie. Sieh dir mal meinen neuen Schlitten an. Der hat sogar Glöckchen. Wie findest du das? Würdet ihr vielleicht auf meine Tochter aufpassen? Aber natürlich. Ja, sicher passen wir auf sie auf. Das ist wirklich sehr nett von euch. Ich muss ja leider zu einem sehr wichtigen Meeting. Aber mein kleiner Schatz wollte unbedingt seinen neuen Schlitten ausprobieren. Auf Wiedersehen, Sonnenschein. Und sei artig. Das ist ein toller Schlitten. Und der fährt ja auch so schön schnell. Aber der fährt längst nicht so schnell wie meiner. Das werden wir ja sehen. Wer zuletzt unten ankommt, ist eine faule Tomate. Gut, alles klar, Mr. Faule Tomate. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hey, nun fahr doch schneller, du blöder Schlitten. Ja, weiter so, Zeo. Sehr gut, Zinja. Ja! Ich bin aber keine faule Tomate. Nein, natürlich bist du das nicht. Mein Schlitten muss sich warm laufen. Na los, gleich nochmal. 3 Runden. Du musst aber gegen Elsie antreten. Sie ist jetzt dran. Diesmal werde ich gewinnen.
Ich hätte ja eben auch gewonnen, wenn der Schnee nicht so kalt wäre. Und außerdem war ich noch gar nicht so weit. So, okay, Elsie, können wir losfahren? Ich starte einen zweiten Versuch. Ja, es geht los. Nein, wir fahren hier ein Rennen. Wer ist der Beste von uns? Sinjas Schlitten gegen unseren. Okay, ist gut. Achtung, fertig, los! Hey, ich bin noch nicht so weit! Fertig, los! Stopp! Halt mein Glöckchen! Nanu, was ist los? Na, mein Glöckchen! Es ist verschwunden! Und das war ausgerechnet mein Lieblingsglöckchen! Mach dir keine Sorgen, wir werden es finden! Hier liegt doch überall Schnee, Theo! Wie wollen wir es denn da finden? Vielleicht kann ein Schlitten ohne Glöckchen noch viel schneller fahren. Aber ohne das Glöckchen will ich gar nicht mit meinem Schlitten fahren. Dann sieht er doch gar nicht mehr so schön aus. Und die anderen Glöckchen sind nicht so laut wie mein Lieblingsglöckchen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir es finden werden. Pock, ich muss mich doch jetzt konzentrieren. Wo war es zuletzt? An meinem Schlitten natürlich. Im Sachenfinden bin ich nicht zu schlagen. Und ich werde es schon finden. Kommt mit! Wo ist denn nur mein Glöckchen? Wo kann es denn nur sein? Ach, hier liegt einfach zu viel Schnee. Na, Kinder, habt ihr etwa keine Lust mehr, Schlitten zu fahren? Doch, Opa, aber wir suchen Sinjas Glöckchen. Es ist vom Schlitten gefallen. Es war mein schönstes Glöckchen. Und nun sieht mein Schlitten einfach nicht mehr so hübsch aus. Keine Angst, wir werden dir alle beim Suchen helfen. Es wird schon wieder auftauchen. Oh! Ach, das ist ja nur ein Korken. Tut mir leid. Was ist das? Das hört sich ja wie mein Glöckchen an. Kommt mit! Da ist es! Ich hab's gefunden! Ja! Naja, ich meine, Pock hat's gefunden. Pock ist doch ein schlauer Vogel. Los, komm her, ich geb dir ein Küsschen. Nun hast du's wieder. Das hätten wir. Das Glöckchen ist wieder da. Wie wär's mit noch einem Rennen? Das geht nicht. Mein Schlitten ist doch nicht mehr in Ordnung. Oh, keine Sorge. Das kriege ich ganz schnell wieder hin. Und wir gehen inzwischen nach Hause, essen irgendetwas Schönes und können uns ein bisschen aufwärmen. Ich mag es, wenn so viel Schnee liegt, aber mir ist einfach so furchtbar kalt. Wird's lange dauern, bis das Glöckchen wieder dranhängt? Nicht, wenn Opa sich drum kümmert. Denn er ist der allerbeste Handwerker der Welt. Und Pock ist der beste Finder der Welt.
Theo spielt Cricket. Und los, Theo! Schieß! Tor! Kriegst du die wieder hin, Opa? Aber ja, ganz bestimmt, Theo. Vasen reparieren konnte ich ja schon immer sehr gut. Aber beim nächsten Mal sollten wir vielleicht daran denken, dass das Wohnzimmer kein Fußballplatz ist. Na, dann wollen wir mal anfangen. Jetzt brauchen wir Klebstoff. Du meine Güte, ich weiß nicht mehr, wo ich den hingetan habe. Ist er vielleicht hier? Nein. Ach, schade. Wo könnte er denn nur sein? Nanu! Ach so, da ist er. Dankeschön, Pock. Oh, Opa, sieh mal, was hier liegt. Ach, das ist ja merkwürdig. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das noch habe. Was ist denn das, Opa? Das ist eine Fliegenklatsche für besonders große Fliegen. Nein, das ist doch gar nicht wahr. Ja, da hast du ganz recht, Theo. Das hier ist ein Cricketschläger. Alles in Ordnung, Pop. Opa will doch nur spielen. Und? Was ist Cricket? Das ist ein Spiel. Und zwar das beste Spiel auf der ganzen Welt. Also, es ist ein bisschen kompliziert, aber ich kann es dir ganz schnell erklären. Hör zu, der Werfer hat die Aufgabe, dir einen Ball zuzuwerfen und du musst ihn dann ganz schnell treffen. Oh, wir brauchen einen Ball. Darf ich den Schläger mal ausprobieren? Ja, sicher, natürlich. Aber ich denke, dass es besser wäre, wenn wir draußen spielen würden. Oh ja, im Garten. Aber weißt du was? Am Strand hätten wir noch viel mehr Platz als im Garten, oder? Was, am Strand? Eine super Idee. Na ja, aber vorher sollten wir schnell noch die Vase reparieren. Das ist eine gute Entscheidung. Opa meint, dass wir... Oh. Theo. Hallo, Zinnia. Hallo. Zinnia wird heute mit dir spielen. Na, das ist ja schön. Das finde ich auch. Dein Onkel und ich müssen heute noch eine sehr wichtige Veranstaltung organisieren, um Werbung für unseren Laden zu machen. Und Zinnia freut sich schon sehr darauf, mit dir zu spielen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Okay, was wollen wir denn jetzt tun? Theo, was machst du denn da mit der Vase? Tja, die habe ich mit Opa repariert. Ich wusste ja gar nicht, dass sie kaputt war. Das war sie auch nicht, bis mir, da was passiert ist. Aber jetzt gehen wir zum Strand. Da machen wir keine Vasen kaputt. Was, zum Strand? Das ist ja super. Da können wir Piraten spielen. Also ich bin die tapfere Piratenkönigin, die auf den 7 Weltmeeren herumsegelt und einen Schatz sucht. Nein, wir spielen Cricket. Was spielen wir? Was ist denn Cricket? Weißt du, da spielt man mit einem Schläger und einem Ball. Und spielen denn Piraten auch Cricket? Oh ja, das ist ihr Lieblingsspiel. Und wie spielt man das? Also, der Schlagmann steht hier, genau vor diesen Stöcken, seht ihr? Und der Werfer. Das bin ich. Ja, ja, genau. Also der Werfer wirft den Ball und der Schlagmann muss ihn dann treffen. Ja gut, alles klar. Und die anderen spielen dann Piraten. Ja, weißt du, das machen wir vielleicht später. Aber bis dahin versuchen alle erstmal den Ball zu treffen, nachdem er geschlagen wurde. Und wenn jemand den Ball getroffen hat, dann wird der Schlagmann ausgewechselt und ein anderer kommt dran. Und wenn der Schlagmann gut und hart trifft, dann rennt er schnell los. Wohin denn? Da zu dem Stock da drüben. Und wenn er von einem zum anderen Ende läuft, dann nennt man das einen Run. Und das Team mit den meisten Runs hat gewonnen. Also, wer will denn zuerst schlagen? Ich möchte aber viel lieber Piraten spielen. Ich weiß was, wir können ja Piraten und Cricket spielen. Die Piraten, also das sind wir, gegen die Erwachsenen. Ja, das ist eine super Idee.
Hey! Juhu! Hey, klasse! Ja! Ach, wie dumm! Sehr gut gemacht, Pock! Nein, das heißt doch Pirat, Pock! Großartig! Ja! 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 Sehr gut. Ich hab ihn gleich. Das war gut. Wow. Habt ihr das gesehen? Sinja, was ist denn? Geht's dir gut? Das ist ein Piratenschatz. Ich habe hier einen Schatz gefunden. Oh, aufmachen, 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 aufmachen. Nicht zu fassen. Sie hat wirklich einen Schatz gefunden. Ja, sie hat einen echten Schatz gefunden. Tja, das sieht wirklich wie ein echter Schatz aus. Ja, aber wie ist denn das nur möglich? Na, vielleicht wurde er von richtigen Piraten versteckt. Und wenn sie zurückkommen und ihn holen wollen? Nur keine Angst, ich bin ja da. Ich werde euch alle vor den Piraten beschützen. Ihr kämpft doch mit, oder? Ja, aber sicher, natürlich, Theo. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was wir damit machen sollen. Sollen wir ihn etwa hier lassen? Wir bringen ihn einfach ins Stadtmuseum. Was meint ihr? Die wissen, was zu tun ist. Das darf nicht wahr sein. Oh, das sind die Piraten ja schon. Nein, keine Sorge. Ich glaube, da irrst du dich. Du bleibst mit Oma hier, Pock, und bewachst den Schatz. Da, sieh doch mal, Zinja. Das sind deine Eltern. Ich habe sie hierher gestellt, das weiß ich ganz genau. Und wieso ist sie verschwunden? Sie kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Zinja, mein Schatz. Ich dachte, dass... Ja, was macht ihr denn hier? Wir spielen Piraten und Croquet. Cricket. Habt ihr hier vielleicht zufällig eine große Truhe gesehen? Ja, haben wir. In der sich Geschirr, Besteck und Vokale befinden? Ja, genau. Ach, wir wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen. Wir wollten für unsere wichtigsten Kunden einen Grillabend veranstalten, um Werbung für unser Geschäft zu machen. Sie steht da drüben. Aber wovon sollen Sie denn jetzt nur essen? Oh, oje. Habt ihr gerade Ja gesagt? Ja. Ja. Ach, das ist ja ganz wundervoll. Wo ist sie? Da drüben, auf unserem Spielfeld. Ich zeig's dir. Ich hab sie gefunden. Na, ein Glück, dass nicht ein Fremder sie gefunden hat, sondern du. Wer weiß, was sonst mit diesen wertvollen Sachen passiert wäre. Ja, wo doch alles aus Gold und Silber ist. Nein, so leid es mir tut, das sind keine echten Silber- und Goldsachen. Das ist einfach nur Plastik, das so aussieht. Oh. Würdest du mal bitte mit diesem Unsinn aufhören? Nun ja, eigentlich sollte die Party ja erst etwas später anfangen. Aber wir können auch umplanen, denn ein paar Gäste sind schon da und Geschirr und Besteck sind auch vorhanden. Also können wir ja auch gleich anfangen zu feiern. Ja! Würdest du bitte so lieb sein und das Essen holen, mein Schatz? Ich komm mit und werde dir helfen. Wir könnten doch inzwischen noch ein bisschen Cricket spielen, oder? Ja! Das war toll! Oh, das war toll!